Als letztes der wichtigen Elemente von modernen politischen Systemen stehen nun heute Massenmedien auf unserer Agenda. Das ist unser politisches System, da steht in der Mitte drinnen der blaue Streifen Massenmedien. Und ehrlich gesagt, das ist eine Falschaussage, denn in Wirklichkeit sind Massenmedien überall im politischen Problem von extrem großer Bedeutung. Bei der Selbstverständigung der Gesellschaft über sich, bei der Selbstverständigung der politischen Klasse über sich, sozusagen als jene relevante Umwelt, die von allen in Betracht gezogen werden muss, die am Prozess der Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regelungen und Entscheidungen teilnehmen. Was sind denn die Leistungen, die Massenmedien überall im politischen System erbringen? Naja, erst einmal informieren sie. Die Politik spielt sich außerhalb der Lebenswelt von so gut wie allen von uns ab. Und selbst jene, die bei irgendeiner politischen Partei Mitglied sind, bekommen von dem, was sie an Politik in Deutschland tun, nur einen klitzekleinen Ausschnitt mit. Das alles, was wir wissen über Politik, wie es in Syrien zugeht, was in Nordkorea sich ereignet, was Putin gerade macht, was bei Koalitionsverhandlungen geschieht, all das wissen wir lediglich über Massenmedien. Die Massenmedien zweitens leisten Hilfestellung für die persönliche Meinungs- und Urteilsbildung. Die meisten haben politische Meinungen. Die seltensten politischen Meinungen kommen in der Nacht durch Erscheinen eines Engels vom Himmel, sondern die meisten politischen Meinungen bildet man sich danach, was man hört, was eine vernünftige Meinung, ein vernünftiges Urteil über etwas wäre oder ein Urteil, das man für vernünftig hält. Und üblicherweise ist es so, je mehr man Gleichartiges hört, umso eher glaubt man es. Das ist das, was sich Vermeidung kognitiver Dissonanzen nennt. Und kognitive Dissonanzen und normative Dissonanzen funktionieren hier ziemlich ähnlich. Die dritte Funktion von Massenmedien ist politische Kontrolle. Kontrolle hat zu tun mit Verantwortung, haben wir gesehen. Verantwortung heißt, dass man ein politisches System so organisiert, dass Machthabende auch auf unangenehme Fragen Antworten geben müssen und dass man sie für unbefriedigende Antworten sozusagen bestrafen kann. Und es sind genau die Massenmedien, welche jenen Resonanzraum der Öffentlichkeit herbeiführen, in dem es folgenreich wird, was Politiker in Antwort auch auf unangenehme Fragen sagen. Ohne funktionierende Massenmedien funktioniert politische Kontrolle nur in einer sehr, sehr verkümmerten und verkrüppelten Form. Und die dritte Funktion von Massenmedien ist natürlich Unterhaltung. Und selbst im Bereich der Politik ist Unterhaltung wichtig. Kein vernünftig denkender Mensch schaut sich eine politische Talkshow an, um in derselben belehrt zu werden. Man schaut sie sich an, um zu sehen, wie sozusagen Politiker ihr Spiel treiben, wer dabei eine schönere Figur macht als der andere, wer gerade als Krokodil verprügelt wird und wer mit großem Erfolg die Keule zum Verprügeln schwingt. Und das Ganze erfreut einen, insbesondere wenn die eigene Mannschaft gewinnt, wie beim Betrachten eines Fußballspiels. Jene, die durch meine Vorlesung gestört werden bei der Privatunterhaltung, sind herzlich eingeladen, diese Unterhaltungen draußen fortzusetzen und somit von mir ganz und gar ungestört. Mit all dem, was Massenmedien hier tun, an Information, Hilfestellung für die Meinungs- und Urteilsbildung, Kontrolle, Unterhaltung, mit all dem wirken sie auf Elemente der politischen Kultur ein. Die zwei seit längerem dafür eingeführten Begriffe lauten politische Soziokultur. Das ist das, was wir gemeinhin mit politischer Kultur bezeichnen, nämlich jene Vorstellungen über Politik, jene Einstellungen zur Politik und die daraus folgenden Verhaltensweisen, die im Alltag so an den Tag gelegt werden. Der andere Bereich politischer Kultur nennt sich politische Deutungskultur. Das ist dasjenige, was Deutungseliten über Politik und das, was man meinen sollte, sagen. Also Publizisten, die großes Echo haben, Politiker selbst, wenn sie Resonanz in der Öffentlichkeit gewinnen, ab und zu auch Wissenschaftler, also jene, die sozusagen das Gespräch über Politik mit einer besonderen zugeschriebenen Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit prägen. Und eben über dieses Einwirken auf das, was im Alltag und von den Deutungseliten über Politik gesagt wird, üben Massenmedien Macht aus. Wir verweisen zurück oder wir gehen zurück auf die erste Stunde. Macht hat drei Gesichter, sagte ich damals.
Macht übt man aus, wenn man etwas durchsetzt gegen Widerstand. Macht übt man aus, wenn man etwas verhindert. Dann hat man zwar selbst noch nicht gewonnen, aber zumindest unterbunden, dass der andere gewinnt. Und Macht übt man dadurch aus, dass man jene Begriffe prägt, anhand welcher erörtert wird, was durchgesetzt oder verhindert werden soll. Derjenige, der die Grenzen des Sagbaren bestimmt, derjenige, der festlegt, bei welchen Wörtern man zum anderen sagen kann, du bist aber ein böser Bube. Wer das durchsetzen kann, übt Macht aus, weil er nämlich schon die Durchführungsmittel des politischen Streites nach seinen Interessen zu gestalten vermag. Und eben jene kommunikative Macht ist die wichtigste Macht von Massenmedien und von Journalisten. Sie ist eine durchaus subtile Macht. Und das besonders pointenträchtige an dieser Art von Macht ist, dass sie meistens nicht einmal von denen empfunden wird, über die sie ausgeübt wird. Jeder weiß, was ein anständig denkender und ein redlich sprechender Mensch wie über dieses oder jenes politische Thema zu sagen hat. Und weil das, was man hier zu sagen hat, eben das Richtige und Anständige ist, kommt man gar nicht auf die Idee zu hinterfragen, ob denn das wirklich die treffendste und bestmögliche Denk- und Sprechweise über einen politischen Wirkungszusammenhang wäre. Man ist glücklich darüber, dass man ein kuscheliges Bett des politisch Korrekten aufzusuchen vermag und nicht in die Kälte selbst zu verantwortender politischer Kommunikation hinausgetrieben wird. Halten wir fest aus diesen ersten Betrachtungen, dass die Vorstellung völlig falsch ist, Medien wären einfach Beobachter politischer Prozesse, die einfach über Politik informieren. Man begreift Medien nur, wenn man kapiert, dass sie Mitakteure politischer Prozesse sind. In anständigen Diktaturen, bitte ironisch war der Begriff verwendet, in gut funktionierenden Diktaturen sind Medien das, was Lenin genannt hat, der kollektive Massenkommunikator, der Massenagitator, der Massenorganisator. Medien sind der Transmissionsriemen dessen, was die politische Führung will. In freiheitlichen Staaten hoffen wir darauf, dass Medien aus unabhängigen Bürgern bestehen, Journalisten mit ihrer Berufsbezeichnung genannt, die eigene Urteile mit jener Vielfalt bilden, die auch in der Gesellschaft da ist, sodass im pluralistischen Streit um das, was eine Mehrheit mögen sollte, dass es getan werde, dass dort Medien ihre pluralistische Mitgestaltungsrolle gut erfüllen. Was sind die politisch folgenreichsten Medien? In den meisten freiheitlichen Staaten für jedermann Hörfunk, Fernsehen, Lokalzeitung und das Internet. Inzwischen immer wichtiger, viele Leute lesen gar keine Zeitung mehr, kriegen also nie serviert, was man alles wissen sollte. Selbst beim Überschlagen der Seiten in der Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekommt man doch bei den Artikeln, die man nicht liest, mit, dass es darüber eigentlich etwas zu lesen gäbe. Wenn man sich über Spiegel Online, Focus Online oder sonst was ganz schnell durch Browsen auf dem Handy informiert, naja, mehr als die ersten 10, 12 Artikel nimmt man nicht zur Kenntnis, dann ist die Neugier gestillt. Und das ist einer der Mechanismen, die dazu führen, dass unsere politische Öffentlichkeit derzeit dabei ist, zu zerfallen. Zu zerfallen entlang der Grenzen jener Medien, die man nutzt. Und weil einfach Nutzungsanalysen zeigen, dass Mediennutzung in der Regel nach dem Motto immer mehr vom Gleichen oder vom Ähnlichen erfolgt, weil auch durch das zur Verfügung stellen von Inhalt auf Facebook und sonst wo algorithmisch gemäß früher bekundeten Interessen gesteuert wird, spinnen sich immer mehr Leute in das ein, was sie eben gerade zu denken und zu meinen angefangen haben. Am Schluss leben dann Gruppen von Menschen in ihren eigenen Filterblasen und Echokammern und wundern sich darüber, dass für den anderen die Welt ganz anders aussieht als für einen selbst. Und weil man selbst ja immer recht hat, muss der andere Unrecht haben. Und wenn der andere etwas anderes für richtig hält als man selbst, dann ist es klar, das muss ein Gegner, ein Feind oder ein völliger Gaga-Typ sein. Für politisch Aktive, für politische Meinungsführer ist dann der ganze Bereich der politischen Qualitätspresse immer noch wichtig. Und an dieser Stelle setzte sich dann ein zweistufiger Informationsprozess in Gang.
Meinungsführer haben sozusagen Qualitäts- und Elitemedien. Die nehmen sie zur Kenntnis. Mit dem dadurch gewonnenen Wissen begeben sie sich in ihren Alltag, in ihre Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreise hinein, in die Kreise von Leuten, die sich nicht so intensiv informieren, und geben das, was sozusagen im Deutungselitendiskurs gesagt wird, in den ganz normalen soziokulturellen Diskurs hinein. Das alles ist etwas überlagert worden durch das von mir vorhin beschriebene Aufkommen des Internet mit seinen kommunikativen Separierungstendenzen. Wir müssen einfach in der empirischen Kommunikationsforschung näher zusehen, wie diese Prozesse sich weiterentwickeln. Wir sprachen von der Deutungsmacht von Massenmedien, aber das muss jetzt näher untersetzt und untersucht werden, und das machen wir anhand der folgenden vier Punkte. Zunächst einmal sind Massenmedien tatsächlich Mitkonstrukteure von Wirklichkeit, und zwar nicht nur der Wirklichkeit in den Köpfen, sondern auch der Wirklichkeit um uns herum. Massenmedien spiegeln nicht einfach die Welt um uns herum, sondern sie basteln sie mit, und zwar in einer ziemlich selbstbezüglichen Weise. Ich sagte vorhin, das, was wir über die Welt der Politik wissen, wissen wir so gut wie nie aus erster Hand, weil wir einfach nicht in den Kreisen der Weltpolitik oder der nationalen Politik verkehren. Wir wissen, was wir wissen, aus der Medienwirklichkeit. Folglich müssen wir auf die Konstruktionseigentümlichkeiten der Medienwirklichkeit achten, wenn wir sehen wollen, wie über die Konstruktion von Situationsdefinitionen, denken Sie an das Thomas-Theorem, wie über die Konstruktion von Situationsdefinitionen von der Medienwirklichkeit heraus das konkrete politische Handeln geprägt wird. Schauen wir auf einige Details, die zeigen, in welcher Weise hier das Teilsystem der Medien von dem, was in der Gesellschaft läuft, immer wieder abheben kann. Nur wenige Medien unterhalten noch, weil es zu teuer ist, weil die Konkurrenz aus dem Internet zu groß ist, weil die Abonnentenzahlen der Qualitätszeitungen zurückgehen. Nur wenige Medien unterhalten noch ausgedehnte Korrespondentennetze quer über das Land oder über die Welt. Und das macht die Medien in ihrer Berichterstattung abhängig von einer ziemlich kleinen Gruppe von Nachrichtenagenturen, von Bilderdiensten, von Filmdiensten. Sie können inzwischen herumzeppen, wie Sie wollen. Bei jeder Katastrophe sehen Sie unentwegt die gleichen Bilder, die gleichen Videoclips, hören Sie die gleichen Aussagen. Es schaut auf der Oberfläche sehr differenziert aus. Dahinter stehen 2, 3, 4 große Agenturen. Zum anderen sind Journalisten in der Regel nicht weniger unsicher als das Publikum, also wir alle, beim Setzen von Prioritäten darüber, was berichtet werden soll, was wie zu bewerten ist. Im Unterschied zu uns aber, die wir dann so lange die Klappe halten können, bis Journalisten etwas gesagt haben, wozu wir uns dann zu verhalten vermögen, im Unterschied zu uns müssen Journalisten entscheiden, mit welcher Meldung mache ich die heutige Tagesschau auf? Was kommt auf die Seite 1 der Süddeutschen Zeitung? Sie müssen also sich irgendwie positionieren und sind gleichwohl unsicher. Und um dann nicht sozusagen sich zu vereinzeln, vom Chefredakteur gesagt zu bekommen, ja, du spinnst völlig, du hast ein anderes Weltbild als alle anderen seriösen Zeitungen, um also diese Isolierungseffekte, die karriereschädlich sein können, zu vermeiden, orientieren sich Journalisten sehr stark an dem, was man die herrschende Meinung unter Journalisten nennen kann. Was glaubt man, denken die anderen über diesen Fall? Und so spinnt man sich sozusagen in den Redewirklichkeiten in Journalistenkreisen sehr leicht ein. Man orientiert sich, wenn es noch keine herrschende Meinung gibt zu irgendeinem Sachverhalt, man orientiert sich an den nationalen Leitmedien. Der Spiegel war lange Zeit und ist ein großes Stück weit immer noch ein nationales Leitmedium, die Bild-Zeitung. Beim Spiegel ist es so, dass die Vorabausgabe in der Regel am Samstagabend für Profis erhältlich ist. Folglich weiß man, was man am Sonntag zu schreiben hat, wenn man am Montag aktuell mit dem neuen Spiegel aufmachen will. Und wenn man das tut, dann ist man auf der sicheren Seite. Alle haben das gleiche Thema mit dem gleichen Tenor. Obendrein gibt es einen erheblichen wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen den Medien, verschärft durch das Aufkommen der ganzen Internetmedien. Und das führt dazu, dass sich immer mehr Redaktionen und Journalisten denselben Themen zuwenden. Die Konkurrenz hat das, folglich muss ich das auch haben, das interessiert die Leute. Und das führt zu dem, was man nennt den sogenannten Rudeljournalismus. Wie ein Rudel von Wölfen oder von sonstigem edlen Getier, stürzen sich Journalisten auf die gleichen Themen, auf die gleichen Personen. Sie können das ab und zu im Fernsehen sehr schön sehen,
wenn sie bei Pressekonferenzen anlässlich ungewöhnlicher Vorfälle 27 Mikrofone und 30 einander schubsende Journalisten als Menschentraube um ein armes Schwein vom Polizeipräsidenten, Politiker oder sonst was herum vorfinden. Die Gefahr, die daraus sich ergibt, ist die Entkoppelung von Medienwirklichkeit und der Welt da draußen. Und die Gefahr ist deswegen eine, die mehr als nur die Journalisten betrifft, weil ja das Publikum, das in einer Demokratie über Meinungsumfragen und Wahlentscheidungen die konkrete Politik mitprägt, weil das Publikum die Welt da draußen ja nur oder im Wesentlichen nur durch die Augen von Journalisten wahrnimmt. Und folglich müssen wir es auf diese Entkoppelungseffekte achten. Ich zeige Ihnen stellvertretend für vieles eine einzige Grafik. Der Gegenstand liegt so weit zurück, dass er jetzt sozusagen parteipolitisch ganz unverdächtig ist. In der untersten Linie sehen Sie die Entwicklung der Arbeitslosenquote zwischen dem Dezember 95 und dem Mai 99. Und Sie sehen, von sanften Auf und Ab hat sich die Anzahl der Arbeitslosen nicht verändert. Die weiße Linie zeigt an die Fernsehberichterstattung darüber, die Anteil der Beiträge, in denen über Wirtschafts- und Arbeitslosigkeitsprobleme berichtet worden ist. Und die oberste schwarze Kurve gibt an, die Antworten der Bevölkerung auf die Frage, was sind denn die wichtigsten Probleme, die wir im Land haben, der Anteil derer, die sagten, Arbeitslosigkeit ist ein zentrales Problem. Sie merken erstens, dass die Fernsehberichterstattung weitgehend von der realen Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgekoppelt war, dass aber die öffentliche Meinung sehr deutlich der Berichterstattung, der Thematisierung im Fernsehen folgte. Das ist ein völlig selbstverständlicher und normaler Mechanismus, aber wir können nicht länger davon ausgehen, dass die Wirklichkeit von den Medien einfach eins zu eins abgebildet und von uns, die wir frei und fein und sorgfältig die Medien verfolgen, korrekt im Kopf gehabt werden würde. Ich werde Ihnen heute noch einige Folien dieser Art zeigen. Politiker wiederum, die ja von öffentlicher Meinung und Wahlergebnissen abhängen, sie richten sich auf das ein in einer Demokratie, was wir öffentliche Meinung nennen. Jene öffentliche Meinung, die von der selbstbezüglichen Wirklichkeitsproduktion von Journalisten geprägt wird. Und so haben wir eine Aufschaukelungsdynamik, eine positive Rückkopplungsspirale. Und auf die Weise wird dann auch die Politik immer mehr medienbezüglich. Und weil Medien sich auf das, was in der Politik sich eigendynamisch tut, adaptieren, entsteht ein Kreislauf, wo Medien und politisches Handeln einander hochpushen. Wann immer wir so innenpolitische Krisen um Spitzenpolitiker haben, wann immer Rücktrittsdruck sich auf einen entfaltet, ob das der Bundespräsident Wolf gewesen ist oder irgendwelche sonstigen Spitzenpolitiker, immer merkt man diese Empörungs- und Aufschaukelungsspirale, die dann oft mit der Wirklichkeit nichts Sonderliches zu tun hat. Wolf trat zurück. Warum? Weil man für sein kleines Kind einen Kinderwagen spendiert hat. Oder weil er von einem Freund einen Kredit übernahm. Im Grunde Lappalien. Aber er war nicht mehr im Amt zu halten. Im Nachhinein fragt man sich, warum man wegen Kleinigkeiten zurücktritt und wegen größeren Dingen in diesem Lande nicht. Aber auch das hat zu tun mit dem, was Journalisten aus Politikerverhalten machen. Wenn Journalisten es für ordnungsgemäß, für gut, für entschuldbar oder für lobenswert halten, passiert nichts. Andersrum passiert schon etwas. Darüber muss sich im Übrigen keiner beklagen, denn das ist wie mit dem Koch werden. Wer die Arbeitszeiten eines Koches nicht mag, soll eben keiner werden. Wenn es in der Küche zu heiß ist, muss nicht hineingehen. Und keiner in diesem Land wird gezwungen, Politiker zu werden. Infolgedessen kann sich Mitleid hier in sehr engen Grenzen halten. Diese Medien mit selbstbezüglicher Konstruktion von Medienwirklichkeit sind für jedermann die wichtigste Informationsquelle über Politik, über die Welt außerhalb der eigenen Lebenswelt. Sie sind die Mitkonstrukteure jener Perzeptions-, jener Wahrnehmungswirklichkeit, die wir in der Stunde über Ideologie behandelt haben. Sie liefern das Material für jene Redewirklichkeit, über welche wir uns wechselseitig in unseren Gesprächen darüber verständigen, was denn wohl wirklich der Fall, was wohl wirklich ein Problem wäre und was man von irgendeinem Politiker oder einer Partei halten müsse. Und alles, was ich Ihnen über das Thomas-Theorem ausgeführt habe, an dieser Stelle ist es wieder mitzudenken. Das alles wäre wiederum kein Problem, wenn
die Vorsehung sozusagen die Welt so eingerichtet hätte, dass die Konstruktion von Medienwirklichkeit so ist, dass die Operationswirklichkeit der Politik von der Medienwirklichkeit schon getreulich und gleichsam 1:1 abgebildet würde. Das aber ist nicht der Fall. Es gibt ganz wesentliche Verzerrungsquellen, die nicht auf bösen Willen von Journalisten zurückgehen. Das hat nichts mit Lügnerei und Lügenpresse zu tun. Es sind Verzerrungen, die sich gerade bei der ordnungsgemäßen Ausübung des Politikerberufs des Journalistenberufs ergeben. Folglich müssen wir sehr sorgfältig auf diese achten. Die Details zu alledem sollen Sie sich selbst anstudieren. Wir gehen es einfach mal im Schnelldurchgang durch. Der zentrale erste Begriff, den wir brauchen, ist der Begriff des Nachrichtenwertes oder des Nachrichtenfaktors. Gemeint ist damit die Ursache, warum etwas von den Massenmedien lohnenswert zu berichten ist. Nachrichtenfaktoren sind Merkmale von Ereignissen, die den Nachrichtenwert des Ereignisses bestimmen, nach denen also Journalisten auswählen, ob etwas gemeldet wird oder nicht. Und empirische Untersuchungen zeigen, dass der Nachrichtenwert von Ereignissen umso höher ist, je mehr das Ereignis die folgenden Merkmale aufweist. Geht es um Leute mit hoher Macht und hohem Rang, die da beteiligt sind, wird berichtet. Wenn es normale Muschkoten sind, eher nicht. Wie schaut es mit der Relevanz aus? Hat das Thema eine besonders große Tragweite, gerade auch für die Rezipienten der Medien? Also gibt es einen regionalen Bezug? Hat es Bedeutung für die eigene Lebenslage? Dann die Abnormalität. Das, was ein Skandal ist, was besonders neu ist, was besonders gut ist oder besser, was besonders schlecht ist, das wird eher berichtet als das Normale. Dynamik ist ein Faktor. Ereignisse, die überraschend sind, haben eine große Wahrscheinlichkeit, berichtet zu werden und insbesondere Ereignisse, die zur Erscheinungslogik von Medien passen. Ein Ereignis, das erst nach 19.30 Uhr sich ereignet, hat keine Chance, in der Heute-Sendung berichtet zu werden. Man muss schauen, dass man wichtige Stellungnahmen spätestens bis 18.30 Uhr draußen hat. Denn dann kann es das ZDF um 19 Uhr bringen und die Tagesschau wird dann unweigerlich nachziehen. Konsonanz. Hat ein Ereignis eine Vorgängermeldung in den letzten Tagen? Das erleben Sie immer, wenn es ein Erdbeben gibt. Gibt es ein großes Erdbeben, können Sie sicher sein, dass in der nächsten Woche über viele weitere Erdbeben berichtet wird. Und dann bebt anscheinend die Erde 2-3 Monate lang überhaupt nicht, bis es das nächste große Erdbeben gibt. Stürzt ein Flugzeug ab, können Sie sicher sein, im Laufe der nächsten Woche kriegen Sie viele Meldungen über weitere Probleme mit Flugzeugen. Und plötzlich ist der Flugverkehr wieder völlig sicher. Es liegt nicht an der Wirklichkeit, was berichtet wird, sondern ob das, was gerade sich ereignet, zu dem passt, worauf man sich eingestellt hat. Und wichtig ist nun zu begreifen, dass diese Merkmale nicht an sich etwas wichtig machen, berichtet zu werden. Sie machen es wichtig für einen unter Konkurrenzbedingungen agierenden Journalismus. Aber ob die Wirklichkeit von ihm dann in ihrer realen Wichtigkeitsstruktur wiedergespiegelt wird, das ist eine offene Frage. Sie ist umso klarer, als ja das Außergewöhnliche immer einen Vorrang hat. Ich verweise nur auf die alte Journalistenregel, Hund beißt Mann ist keine Meldung. Umgekehrt, Mann beißt Hund ist eine Meldung. Und wer nicht um diese Selektionsregel weiß, der liest dann zwar in den Medien immer mehr Meldungen über Männer, die Hunde beißen und kommt dann zur Frage, was muss man jetzt politisch tun? Tja, das dringende politische Problem ist erstens, man muss die Hunde vor den Männern schützen und zweitens muss man sich fragen, ob denn hier in Sachen gendermäßige Gleichberechtigung etwas falsch läuft. Haben Frauen vielleicht limitierte Chancen, Hunde zu beißen, sodass man von Frauen, die Hunde beißen, relativ wenig hört? Sie merken, nicht die Wirklichkeit diktiert, was über sie berichtet wird, sondern sozusagen das Appetenzverlangen der Mediennutzer. Und das muss ja nicht ausgerichtet sein an dem, was wirklich wichtig ist. Was negativ ist, was schlecht ist, was neu ist, das hat eine besondere Chance, berichtet zu werden. Und die Folge ist, und ich zeige es Ihnen später an weiteren Folien auch noch, die Folge ist, dass die meisten, die naiv mit Medien umgehen, Klammer auf, wenn sie sich dem Medienkonsum aussetzen, Klammer zu, von der Welt da draußen, von der Welt außerhalb der eigenen Lebenswelt, ein negativeres Bild haben,
als von der Welt in ihrer Lebenswelt. Man hält das, was sich in der eigenen Familie, in der eigenen Umgebung tut, grundsätzlich für besser als das, wovor man weiß, insgesamt tut es sich in der Welt da draußen. Und dass das dann natürlich Befürchtungen auslöst, Sorgen zeitigt, die gar nicht begründet sind, das liegt auch auf der Hand. Themenkarrieren ist was anderes, wichtiges Thema. Themenkarrieren ist, etwas wird gemeldet und noch gemeldet, Rinderwahnsinn oder sonstige Probleme, die irgendwo auftauchen, Vogelgrippe, Ehek-Virus in irgendwelchem Grünzeug. Das wird berichtet irgendwann. Am Anfang will man das alles wissen, das könnte einen selbst ja auch betreffen. Schweinepest wird dem nächsten Thema werden. Und irgendwann kann man es nicht mehr hören. Lehrermangel in Sachsen, lange Zeit wurde es nicht berichtet, dann wurde es berichtet, irgendwann will man es nicht mehr hören. Ja, und dann ist das Problem allein deswegen schon gelöst, weil man nicht mehr darüber berichtet, weil die Journalisten darüber nicht mehr schreiben, weil der Chefredakteur sagt, das Thema ist durch. Das interessiert keinen mehr. Nö, das Übliche ist, Themen verschwinden, die Probleme aber bleiben. Und weil politischer Handlungsdruck ganz wesentlich über Medienwirklichkeit ausgelöst wird, sinkt sofort der politische Handlungsdruck ab, wenn eine Themenkarriere beendet ist. Umgekehrt ist es auch nicht besser. Sehr häufig ist es so, dass politische Probleme von der Politik gelöst sind. Aber das Thema, das ein großes Thema war, solange das Problem nicht gelöst war, ist jetzt kein Thema mehr. Und folglich dringt in die Köpfe der Bevölkerung nicht ein, dass ein Problem gelöst ist. Es bleibt die Erinnerung an die Berichterstattung, wie schlimm die Zustände sind. Linksverschiebung des politischen Einstellungsspektrums. Das ist etwas hochgradig Spannendes. Da schauen wir uns einfach mal die empirischen Daten an, weil es ist immer besser zu wissen, was der Fall ist, als nur zu spekulieren. Das ist eine der Journalistenumfragen, die der Kollege Donsbach gemacht hat. Und ich glaube, das müssen so Daten aus 2005 oder was sein. Leider steht es hier nicht drauf. Wir wollen der Sache bei Gelegenheit nachgehen. Journalisten aus Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien und so weiter. Sie kriegen eine 7er-Skala vorgelegt mit der Frage, wo stehst du politisch? Kreuze bitte die Stelle in der Skala an. Und das ist die Verteilung. Sie sehen, das ist in den untersuchten Ländern ziemlich gleich. So, da unten haben wir eine Umfrage, auch, glaube auch aus 2005 und aus anderen Jahren, 2004 bis 2008, wo man die Deutschen gebeten hat, sich auf einer Skala zu verankern. Die war jetzt in 10 Stufen unterteilt, aber ging von ganz links bis ganz rechts. Naja, und Sie sehen ja, was rauskommt. Es ist eine durchaus heftige Verschiebung dessen, was als eine Position der politischen Mitte gilt, in Journalistenkreisen und unter der Bevölkerung. Das ist das, was viele Leute dann den Linkstrall der Journalisten nennen. Empirische Untersuchungen meines Kollegen Donsbach zeigen, dass in Deutschland ungefähr 65 bis 70%, je nach Umfrage unterschiedlich, 60 bis 70% der Journalisten sagen, sie sympathisieren mit SPD, Grünen und Linkspartei. Der größte Teil des Restes sagt, er ist politisch neutral. Und dann gab es so 10 oder 12% vollständig Verstockte und Vernagelte, die doch glatt behaupteten, sie sympathisierten mit der CDU oder einer noch schlimmeren Partei. Je nachdem, wie man politisch die Welt sieht, hält man das eine für normal und was anderes nicht. Hält man die Mitte für daran bemessbar und für etwas von etwas anderem sagt man dann eben, das ist nicht mittig, sondern links oder rechts. Das Ganze wird nun deswegen verschärft, weil es in der insbesondere deutschen Tradition, aus guten historischen Gründen übrigens so ist, dass Journalisten sich als Anwälte des politischen Fortschrittes, des Guten empfinden. Man darf nie vergessen, dass es im Wesentlichen Journalisten waren, die im Wesentlichen in den Reihen der Sozialdemokraten und später der Kommunistischen Partei zu finden waren, welche den politischen Kampf um Freiheit, Liberalität und so weiter geführt haben. Einfach deswegen, weil die bürgerlichen Parteien, wir hatten zu diesen Zeiten noch keine Diäten, die wurden erst 1903 eingeführt, da brauchten viele von den bürgerlichen Abgeordneten keinen Brotberuf. Sozialdemokraten brauchten einen Brotberuf, weil sie ja sonst keinen Hintergrund in der Regel hatten. Und der typische Brotberuf von Sozialdemokraten war Journalist.
Und weil man in dieser großen Tradition steht, in der nun tatsächlich wesentlich von linken Journalisten aus unsere moderne freiheitliche Gesellschaft mitbewirkt worden ist, wirkt das bis heute nach. Ein Journalist versteht sich, Klammer auf, zu Recht, drei Rufzeichen, Klammer zu, als Sachwalter von Demokratie, Liberalität, politischer Freiheit. Entsprechend anwaltschaftlich geht man dann mit politischen Entscheidungen, politischen Positionen, mit Politikern um und sortiert dann ziemlich schnell die Guten von den Bösen. Und darüber gibt es dann ausgedehnte empirische Studien, die Sie jederzeit googeln können. Die politische Folge ist, dass es eine ungleiche Ausgangslage um politische Meinungsführerschaft gibt. In der Regel tun sich alle Politiker leicht, die linke Positionen vertreten, weil sie in der Regel von der Zustimmung von einem großen Teil der Massenmedien oder der Journalisten getragen werden. Und wer rechts steht, der, naja, kämpft sozusagen stets bergauf. Und weil nun inzwischen ein großes Spektrum an rechten oder neurechten Medien entsteht oder entstanden ist, im Internet, PI News, Kopfverlag und was es da sonst noch an Sachen gibt, im Verlagsbereich der Antaios Verlag, im Printbereich etwa das Kompaktmagazin, weil eben eine neue rechte Öffentlichkeit mit wachsenden Absatz- und Verkaufszahlen auftaucht, erleben wir zurzeit eine Verschärfung der Polarisierung zwischen links und rechts in Journalistenkreisen und im Bereich der öffentlichen Meinung. Das nächste, was wir an Verzerrungsquellen erkennen müssen, nennt sich Agenda Setting. Das heißt, es wird etwas auf die öffentlich zu erörternde Tagesordnung gesetzt. Etwas wird zum aktuell brennenden Thema der Politik gemacht. Und im anwaltschaftlichen Journalismus sind es insbesondere die Dinge, die man aus der Warte als progressiver, grüner Journalist eben für wichtig hält und nicht jene Dinge, die ein anderer, der rechts stünde, als richtig empfände. Das Gegenteil zu Agenda Setting, aber gleich funktionieren, nennt sich Agenda Cutting. Manche Dinge werden nicht thematisiert. Ein wunderbares Beispiel hat die Berichterstattung über die Migrationspolitik in Deutschland seit 2015 geliefert. Inzwischen haben auch viele Top-Journalisten sich dazu geäußert, etwa Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Es gibt Studien, etwa von der gewerkschaftsnahen Brenner-Stiftung zur Medienberichterstattung. Am Anfang war das dominante Thema, dass es kommen lauter gute Menschen, wertvoller als Gold und obendrein verfolgt. Dass nicht jeder ein Heiliger ist, der von der unheiligen Politik im eigenen Land vertrieben wurde, haben zwar manche Leute behauptet, aber die waren dann Rassisten. Seit den Silvesterabendsereignissen 2015-16 hat sich das verändert. Und Sie merken, wenn Sie jetzt auf die Berichterstattung über die Cottbusser Ereignisse achten, dass das noch wieder anders geworden ist. Das Heute-Journal machte unlängst auf den entsprechenden Bericht über Cottbusser Ereignisse mit einem Bericht über Messerstechereien, die von syrischen Zuwanderern ausgegangen waren. Das heißt, früher sah man Agenda Cutting, das ist jetzt vorbei und vermutlich werden wir wieder eine Themenkarriere sehen und wie dann so häufig Pendelbewegungen sind, wird aus der Willkommenskultur eine Besorgniskultur und im schlimmsten Fall eine Ausgrenzungskultur. Das ist die Wirkungsweise von Agenda Setting und Agenda Cutting und bei der Berichterstattung über Migrationspolitik und Integrationsprobleme können Sie das in den nächsten 2 bis 3 Jahren selbstständig studieren. Hoffentlich erinnern Sie sich dann an die heutige Vorlesung, denn alles intellektuelle Rüstzeug, was man zum Verstehen und Erklären der ablaufenden Prozesse braucht, steht auf diesen Folien. Obendrein haben wir dann noch medienspezifische Darstellungszwänge. Der Punkt ist der, in Printmedien gibt es immer Platzmangel, in Fernsehen und Hörfunk gibt es Zeitmangel. Ein O-Ton in einem Interview darf inzwischen nicht länger als 20, 30 Sekunden sein. Wenn man mal 1,5 Minuten hat, um auf 3 Fragen halbwegs ausführlich zu antworten, ist das ja fast ein Gottesgeschenk. Die Notwendigkeit zu verdichten und zuzuspitzen führt aber dazu, dass Komplexes nur noch fragmentarisch dargestellt wird, übertrieben, zugespitzt, schwarz-weiß-mäßig dargestellt wird, sodass die Gesamtstruktur von komplexen Problemen, weil nicht mehr angemessen erklärt, seitens der Zuhörerschaft und der Zuschauerschaft unverstanden bleibt.
dann fühlen sich zwar die Zuschauer und die Zuhörer informiert, aber das ist dann so, wie wenn man glaubt, man habe keinen Hunger mehr, nur weil man von dem Schweinebraten etwas riechen konnte. Aber der Geruch von etwas macht noch nicht satt. Und so winzige O-Ton-Clips, die machen noch nicht schlau, obwohl das manche Leute glauben. Obendrein kommt es durch Zeit- und Platzmangel zu einer Trivialisierung dessen, was man halbwegs verlässlich mitteilt. Sie müssen sich einfach ausdrücken. Mehr als ein Nebensatz geht nicht. Fremdwörter gehen auch nicht. Selbst wenn Dinge kompliziert sind, sie müssen im Hörfunk und im Fernsehen sie zuspitzen und auf diese Weise trivialisieren. Obendrein hat selbst das gleichermaßen Berichtenswerte unterschiedliche Darstellungschancen. Gute Chancen, berichtet zu werden, hat das, warum man einen Skandal bauen kann oder was ein Skandal ist, warum man eine dramatische Geschichte erzählen kann, das, was man personalisieren kann. An einer konkreten Person wird vor Augen geführt, worin ein strukturelles Problem besteht. In Erinnerung bleibt das kleine Kind, dessen Eltern im Krieg erschossen worden sind und das jetzt hungert und zerlumpt und weinend durch die Straßen geht. Das ist schon wichtig, dass man hier Empathie transportiert und empfindet und nachvollzieht. Aber die strukturellen Probleme gehen natürlich über das Schicksal dieses kleinen Kindes weit, weit, weit hinaus. Aber das Personalisierbare wird berichtet, nicht das Strukturelle. Visualisierbares hat eine Chance, berichtet zu werden. Wenn über einen Krieg berichtet wird, was sehen Sie da in der Regel? Ja, das, was man sehen kann. Panzer fahren, Kanonen schießen, Flugzeuge fliegen, Bomben werden abgeworfen. Aber die Entscheidungsketten dahinter und die Streitpunkte, sie lassen sich schwer visualisieren. Schlechte Chancen, berichtet zu werden, hat alles Strukturelle. Und die meisten Probleme auf dieser Welt sind strukturell bedingt. Schlechte Chancen hat, berichtet zu werden, alles, was langfristig wirkt. Ereignisketten, die Jahrzehnte dauern. Auch Dinge, die man nur anhand von systematisch abstrakten Begriffen richtig erfassen kann. Diese Dinge sind auch schwer mitzuteilen. Also, etwa Geldmengen. Der Unterschied zwischen der Geldmenge M1 und der Geldmenge M3, von der ganz wesentlich das Finanzsystem getrieben wird. Ja, wie erläutern Sie das? In der Tagesschau überhaupt nicht. Wenn sich Leute politische Magazine angucken, dann kann es schon sein, dass sie dort mal ein Erklärstück sehen. Aber wie viele tun das und behalten das? Also gerade Sachpolitik, deren komplexe Wirkungskonfigurationen man in der Regel nur mit Fachbegriffen beschreiben kann, die notwendigermaßen ein bestimmtes Abstraktionsniveau haben. Gerade das Zeug hat schlechte Chancen, berichtet zu werden. Und das hat dann zur scheinbar nur paradoxen Folge, dass oft genau jene Leute besonders schlecht informiert sind, die sie für besonders gut informiert halten. Wie oft habe ich schon den Satz gehört, ich bin eigentlich politisch sehr interessiert und gut informiert, denn ich schaue immer die Tagesschau und jedes politische Magazin schaue ich mir an. Ja, mein Gott, kann man nur sagen, du Opfer. Ja, du bist wirklich ein Opfer dessen, dass du glaubst, dass die Medienwirklichkeit 1:1 die Wirklichkeit da draußen abbildet. Und das tut sie nicht. Und zwar nicht deswegen nicht, weil es sich um eine Lügenpresse handeln würde oder weil die Journalisten Lügner wären, sondern weil die ganze Funktionslogik von Medienwirklichkeit darauf aus ist, Dinge darzustellen, die erstens hohen Nachrichtenwert haben, die zweitens leicht berichtbar sind und die drittens in die persönlichen Bedeutungszuschreibungen hineinpassen. Und die sind eben zwischen Journalisten und Bevölkerung sehr, nicht sehr, aber ziemlich unterschiedlich. Im Fernsehen gibt es noch das Sonderproblem der Bild-Tonschere. Empirische Studien zeigen, das, was man bebildert hat, das bleibt in Erinnerung, der dazu gesprochene Text, der bleibt nicht in Erinnerung und sehr häufig widerspricht der Text auch dem, was man sieht. Sie sehen zum Beispiel bei der Türkei-Syrien-Krise deutsche Leopard-Panzer fahren und im Text wird beschrieben, dass es Probleme mit Kurdistan gibt. Das, was in Erinnerung bleibt, sind deutsche Leopard-Panzer. Kurdenprobleme und Osmanisches Reich, naja, irgendwie ganz nebelartig. Und obendrein müssen Medien sich an bestimmte Zielgruppen binden. Ja, warum denn? Tja, wegen der Werbeeinnahmen. Die meisten Medien, insbesondere die privaten, finanzieren sich über Werbeeinnahmen.
Im öffentlichen Rundfunk ist, oder insbesondere beim Fernsehen, ist es so, dass auf Quoten geschaut wird. Und was zu wenig Quote bringt, das wird abgesetzt. Und folglich verderben sich Leute, die Sendungen mit zu wenig Quote produzieren, ihre Karrierechancen. Das heißt, man muss immer gucken, welcher Sendertyp oder welcher Sendungstyp erreicht welches Zielpublikum. Ich mache den Fall an Beispielen aus der Werbevergabe klar, weil er da einfacher ist als bei der Quotenfrage. Angenommen, ich will Produkte bewerben für 25- bis 35-Jährige mit einem bestimmten Einkommenshintergrund. Dann sagt die empirische Kommunikationsforschung, mit welchen Typen von Sendungen man dieses Publikum erreicht. In der und der Zeit, für die ich die entsprechende Werbung einkaufe, muss ich also Sendungen machen, die dieses und jenes Publikum erreichen. Das wichtigste Wirklichkeitsbeobachtungsinstrument von Journalisten, das sind die Einschaltquoten. Die Einschaltquoten liegen auch den Verträgen oder den Vertragsverhandlungen oder den Preisbildungen mit Werbefirmen zugrunde. Je größer die Quote ist, umso mehr kann man für Werbung verlangen. Und es gibt sehr systematische Beobachtungen, bei welchen Themen die Quoten nach unten gehen, bei welchen nach oben. So. Und damit erkennen Sie unschwer, der jeweilige Horizont, der aus Werbungsgründen anzusprechenden Zuseherschaft, prägt das, was man journalistisch vermitteln kann und wie man es vermitteln kann. Das hat aber mit politischer Wichtigkeit nicht das Mindeste zu tun. Es widerspiegelt bloß Rezeptionsgewohnheiten der Gesellschaft und verstärkt sie. Voilà, wenn man das verstanden hat, versteht man die Konstruktion von Medienwirklichkeit wesentlich besser. Ich habe zwei Meldungen gesehen, die arbeiten wir jetzt ab, um auch hier besseres individuelles Verständnis zu fördern. Bitte. Schauen Sie, der Leitgedanke war ursprünglich, dass ohnehin keine privaten Rundfunkveranstalten, sondern bloß die Zeitungen betreiben, wo aber die Probleme in ähnlicher Weise mit Werbeschaltflächen sind, sondern dass der Rundfunk von der öffentlichen Hand veranstaltet wird. Die ist natürlich auch politisch vermachtet. In sämtlichen Aufsichtsgremien tummeln sich die politischen Parteien und die großen gesellschaftlichen Gruppen. Und es war eine lange Debatte, ob man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinaus privaten Rundfunk zulassen sollte, so wie es ja private Zeitungen gibt. Das ist entschieden worden zugunsten des Zulassens von privaten Sendern, in der Hoffnung, dass das die Pluralität des Angebotes befördern würde. Faktisch erleben wir eine Boulevardisierung der öffentlich-rechtlichen Medien, weil nämlich die auf Einschaltquoten achten müssen und da natürlich im Wettbewerb mit den privaten sind. Und wenn man das Argument ganz zu Ende denkt, müsste man sagen, ja Moment, bei Zeitungen ist es doch auch nicht anders. Wäre es nicht richtig, wenn der Staat sozusagen ein Zeitungsmonopol hätte und dann sauber die Qualität des Berichteten kontrollierend Lizenzen für Zeitungen vergäbe, wie es die Besatzungsmächte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs getan haben. Und dann merkt man, hier kommt man in den Sumpf hinein. Am Schluss der heutigen Stunde kommen wir auf den Sumpf noch einmal zurück, nämlich mit der Frage, was lässt sich vielleicht tun? War hier links noch eine Wortmeldung? Bitte. Polarisierungen zwischen linken und rechten Medien gab es immer. Das ist auch der Beginn der deutschen Presse. Es gab die SPD-Zeitschriften und die bürgerlichen Zeitschriften, die liberalen Zeitschriften. Und die haben sich in einer Weise beharkt, wie das heute zwischen Süddeutscher Zeitung und FAZ überhaupt nicht mehr denkbar und vorstellbar ist. Aber es gab früher nicht die Möglichkeit, sozusagen auszuweichen der vorgebahnten Polarisierung der etablierten Medien, denn es gab kein Internet und keine konkurrierenden Angebote. Und als ich noch etwas jünger war als heute, gab es ohnehin nur eine große nationale Fernsehkette in Deutschland, das war die ARD. Es gab um 20 Uhr die Tagesschau und die schaute fast ein jeder, der sich halbwegs für Politik interessierte, an.
Und das, was dort gemeldet wurde, das war dann auch die Wirklichkeit. So, hier in dem gelb unterlegten Kasten sehen Sie, dass die reale Wichtigkeit dessen, was es zu berichten gelte, eigentlich genau andersherum ist, als sie in der tatsächlichen Wirklichkeit ist. Also Massenmedien desinformieren auch ohne Absicht und sie desinformieren aus guten Gründen, die etwas mit journalistischer Professionalität zu tun haben. Und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Verzerrungsquellen von Medienwirklichkeit durch. Sie äußern sich in der Durchsetzung politisch korrekter Äußerungen und die Folge sind dann Risse zwischen der privaten Kommunikation und der öffentlichen Kommunikation. Jeder hat ein Sensorium dafür, mit welchen Positionen er sich vor welchen Kreisen unbeliebt macht. Und deswegen kommt jenes Spiel auf, das wir bestimmt schon einmal angesprochen haben. Man hält sich vor anderen zurück, das zu sagen, was man denkt. Wenn man den Eindruck hat, Gleichgesinnte umgeben einen, dann kommt unweigerlich der Satz, von dem ich fürchte, dass ihn die meisten von Ihnen auch schon verwendet haben. Gehört hat ihn bestimmt ein jeder schon. Jetzt sind wir unter uns, jetzt können wir endlich mal offen reden. Öffentliche Heuchelei und private Schimpfen. Das ist für eine pluralistische Demokratie keine gute Kombination. Lieber öffentlich schimpfen und überhaupt nicht heucheln. Das wäre die angemessene Weise, mit Rede und Medienwirklichkeit umzugehen. Nötig, um diese Verzerrungsquellen auszugleichen, wäre Medienpädagogik, die die notwendige Dekodierungskompetenz von Medienwirklichkeit vermittelt. Aber das, was sich an den Schulen an Medienpädagogik tut, das geht ja in der Regel nicht hinaus über den Umgang mit PowerPoint. Und das hat dann wirklich mit kritischer Pflege von Medienwirklichkeit wenig zu tun. So, schauen wir den nächsten Punkt an. Die Massenmedien haben politische Macht, weil sie die öffentliche Meinung mitformen und zwar weitgehend hinter den Rücken der Öffentlichkeit selbst. Massenmedien prägen die Wahrnehmung dessen, was ein Problem ist, vom Rinderwahnsinn bis zur Schweinepest demnächst. Das war das, was ich über Themenkarrieren zu sagen hatte. Massenmedien prägen den Eindruck davon, was denn wie zu bewerten wäre. Zwei Folien sind wirklich schön. Das ist eine meiner Lieblingsfolien. Hier sehen Sie unten an, das geht um die Amtszeit von George Bush, dem Älteren, dem Vater des Irakkriegs, des zweiten Irakkriegspräsidenten. Hier unten sehen Sie angetragen den Anteil positiver Aussagen über George Bush in den großen amerikanischen Nachrichtennetzwerken. Und oben sehen Sie die Antworten der Amerikaner auf die Frage, ob sie mit der Amtsführung von George Bush einverstanden sind oder nicht. Man müsste blind sein, um die Parallelität dieser Kurven nicht zu erkennen. Im deutschen Fall ist es nicht anders. Bewertung von Gerhard Schröder. Unterste Kurve, die schwarze mittlere Bewertung von Gerhard Schröder zwischen Oktober 98 und Dezember 99, also im ersten Amtsjahr durch die Massenmedien. Rote Kurve, Bewertung durch die Öffentlichkeit. Wiederum muss man blind sein, um die Parallelität der Kurven nicht zu sehen. Und ich könnte Ihnen noch Dutzende ähnlicher Kurven vor Augen führen. Wenn man sie auflösungsstark genug macht, merkt man, dass sich der demoskopisch messbare Meinungstrend meistens so ungefähr 2 Wochen nach einer Änderung im inhaltsanalytisch messbaren Meinungstrend der Massenmedien verändert. Das ist die mittlere Reaktionszeit. 2 Wochen braucht es, bis jeder weiß, wie er oder sie jetzt etwas zu bewerten hat. Wichtig ist auch noch ein anderer Effekt, das nennt sich sozialoptische Täuschung. Und wir kommen auf eine der berühmtesten dokumentierten, auch mit großen politischen Folgen. Was haben Sie hier dargestellt? Sie haben dargestellt in den Jahren zwischen 1977 und 1991, einesteils die tatsächliche Meinungsverteilung der Deutschen hinsichtlich der Kernenergie. Sie haben abgetragen den Prozentsatz derer, die für die Nutzung der Kernenergie sind, abzüglich des Prozentsatzes derer, die gegen die Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke sind bzw. waren. Bis Mitte der 80er Jahre gibt es mehr Befürworter als Gegner. Seitdem gibt es mehr Gegner als Befürworter und inzwischen ist die friedliche Nutzung der Kernenergie eine Auslaufsache. Unten die schwarze Linie ist die wahrgenommene Meinungsverteilung in der Bevölkerung.
wie viele Prozent der Befragten meinten, dass die meisten Deutschen eine positive Meinung haben, abzüglich dem Prozentsatz derer, die glaubten, dass die meisten Deutsche eine negative Meinung hätten. Während der ganzen Zeit meinten mehr Deutsche, die meisten Deutschen hätten eine Abneigung gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie, als tatsächlich eine solche Meinung hatten. Im Lauf der Zeit ist dann die tatsächliche Meinung der Bevölkerung im Durchschnitt genau der Richtung gefolgt, die die wahrgenommene Meinungsverteilung in der Bevölkerung aufwies. Und woher weiß ich, was die anderen Leute denken? Na, im Wesentlichen aus den Massenmedien, die darüber berichten, anhand von demoskopischen Befragungen, die dargestellt werden, früher weniger als heute. So etwas nennt sich eine sozialoptische Täuschung. Man täuscht sich darüber, was tatsächlich der Fall ist. Aber die öffentliche Meinung folgt, wenn so eine Täuschung nur systematisch bedingt ist und lange genug wirkt, dem täuschend unterstellten Meinungstrend. Und wie der Mechanismus genau funktioniert, hat Frau Nölle-Neumann ausführlich in ihrer Theorie der Schweigespirale aufgeführt, die inzwischen empirisch perfekt bestätigt ist. Es funktioniert dieser Mechanismus der Medienwirklichkeit über Wahrnehmungs- und Redewirklichkeit auf reales Verhalten und somit auf die Operationswirklichkeit bezieht. Konkret funktioniert der entsprechende Prozess wie folgt. Menschen wollen sich nicht gerne isolieren, schon gar nicht mit ihren politischen Meinungen. Menschen haben ein gutes Gespür für Mehrheitsmeinungen in ihren sozialen Kreisen und über die Medien, in dem, wovon berichtet wird, dass alle oder die meisten mehr oder weniger das dächten. Sie haben ein Gespür für das Meinungsklima in Bezug auf bestimmte Themata. Sie empfinden sowas wie Meinungsdruck. Die Redewirklichkeit, also das, was man sagt, speist sich sehr stark aus dem, was man in den Medien liest. Und die Medien können falsche Eindrücke von der realen Meinungsverteilung, vom realen Meinungsklima liefern. Das war die vorhin beschriebene sozialoptische Täuschung. Wer nun, und das ist experimentell mehrfach bestätigt worden, auch durch Umfrageexperimente, wer seine Meinung in der Minderheit empfindet, wird sich mit Äußerungen eher zurückhalten, um sich nicht weiter zu isolieren. Bitte. Die Antwort hängt davon ab, was für einen Typ von Staat man haben will oder glaubt, dass er dem Menschen angemessen ist. Wer glaubt, dass die meisten Menschen so hilflos und dumm und kritikunfähig sind, dass sie mit dem, was berichtet wird, nicht vernünftig umgehen könnten, der kommt ziemlich zwingend zum Schluss, es muss doch irgendeine Stelle geben, die erst einmal klärt, was man der Bürgerschaft zumuten darf, damit die nicht auf falsche Gedanken kommen. Und wer den Eindruck hat, wir könnten es riskieren, einen Staat auf die Prämisse zu gründen, dass die meisten Menschen zur Vernunft fähig sind, dass man dann halt sie belehren, mit ihnen streiten, ihnen ab und zu den Kopf waschen muss, der wird sagen, nö, dann lass uns doch über diese Dinge debattieren. Und dann hängt es tatsächlich von, das hätte ich fast gesagt, nationalen Kulturtraditionen ab, wo man Schmerzgrenzen empfindet. Für uns in Deutschland ist es ganz selbstverständlich, dass man sich nicht irgendwie relativistisch über Narzissmus äußern darf. Amerikaner und auch Engländer sagen dann, ja wieso, wenn etwas eh objektiv falsch ist, warum sollen sich Leute nicht mit der Aussage von objektiv Falschem blamieren dürfen? Tja, und da ticken wir anders als Amerikaner oder Engländer und das ist dann eben so und das mag dann vielleicht sogar gut sein. Also, wer den Eindruck hat, mit seiner Meinung sei in der Minderheit, der wird sich eher zurückhalten, diese Meinung zu äußern, um sie nicht weiter zu isolieren. Testen Sie das bitte an sich selbst bei Debatten um Migration, um möglicherweise unter Geflüchteten auch vorkommende Kriminalität. Unter welchen Umständen würden Sie welche Beschreibung der Wirklichkeit, welche Analysen, warum die Wirklichkeit so ist, wie sie ist, vorbringen? Testen Sie das mal. Und dann werden Sie sehen, dass dieser Anstrich voll und ganz stimmt. Die Folge ist, wer den Eindruck hat, mit seiner Position würde er sich auf unabsehbare Zeit in ziemlich vielen sozialen Kreisen isolieren, der wird irgendwann auf die Idee kommen, ja, vielleicht habe ich Unrecht. Wenn alle anderen die Sache anders sehen und sehr vernünftige auch, ist es denkbar, dass ich allein Recht habe, die anderen aber Unrecht.
Das heißt, irgendwann wird man sich überlegen, seine Meinung zu korrigieren, und das ist ja etwas Ehrenhaftes. Die Folge wird sein, dass Meinungen, von denen man am Anfang, und sei es aufgrund von sozialoptischen Täuschungen, nur vermeinte, sie wären Minderheitsmeinungen, im Laufe der Zeit zu realen Minderheitsmeinungen werden. Wie ich es Ihnen an der Haltung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie vorhin vorgeführt habe. Und über diese realen Meinungsveränderungen immer weniger Leute glauben, dass über diese realen Meinungsveränderungen, bewirkt durch den Schweigespiralmechanismus, können dann die Massenmedien ganz objektiv informieren, und das verstärkt dann natürlich den Meinungswandel, weil nun objektiv gezeigt wird, die meisten Menschen denken über dieses oder jenes Thema so, und warum soll ich der letzte Mohikaner sein, der hier die Wirklichkeit nicht oder falsch zur Kenntnis nimmt. Der gleiche Mechanismus, bestehend eben aus dem Zusammenwirken von individuellen psychischen Prozessen und massenmedialer Wirklichkeitskonstruktion, was beides über das Thomas-Theorem, das wir behandelt haben, zu verändertem realen Verhalten führt, etwa zu verändertem Wahlverhalten führt. Der gleiche Mechanismus wirkt natürlich andersrum genauso, dann heißt er eben Redespirale. Das, wovon ich den Eindruck habe, wenn ich es sage, bekomme ich viel Beifall, dann mögen mich alle. Das werde ich häufiger sagen. Wenn ich merke, das, was der sagt, kriegt lauter Beifall, und ich möchte auch zu denen gehören, die einander bestärken und bestätigen in ihren Ansichten und Meinungen, ja, dann werde ich mich bemühen, auch so zu reden, wie die anderen, die Beifall bekommen. Und so verändert sich dann objektiv die Kommunikation, objektiv die eigene Haltung, worüber dann objektiv berichtet werden kann. Das sind zwei sehr zentrale Mechanismen, um zu verstehen, wie mediale Wirklichkeitskonstruktion und reale Wirklichkeitskonstruktion zusammenhängen. Obendrein, ich sprach an anderer Stelle schon davon, gibt es deswegen, weil Massenmedien eher das in Schlechte abweichende aufgrund des höheren Nachrichtenwerts berichten, gibt es Negativismus bei der Wahrnehmung von Wirklichkeit außerhalb der eigenen Lebenswelt. Die Fachbegriffe lauten Fernbild und Nahbild. Das Fernbild ist grundsätzlich negativer als das Nahbild. Ich gebe Ihnen nur zwei von vielen Beispielen. Die allgemeine Wirtschaftslage wird häufig abgefragt, und die persönliche Wirtschaftslage. Ist sie eher gut oder eher schlecht? Und Sie kriegen jetzt eine lange Zeitreihe von 1996 bis 2012. Die rote Linie sagt, das ist meine persönliche wirtschaftliche Lage. Ungefähr die Hälfte plus minus 10% sagen, sie sei gut. Das untere ist die allgemeine wirtschaftliche Lage. Man erkennt sehr wohl, dass es leichte Zusammenhänge gibt, da gerade in den Nullerjahren. Aber so völlig identisch ist die Wahrnehmung der Welt außerhalb des eigenen Lebensbereiches und des eigenen Lebensbereiches nicht. Wo kommt der Widerspruch her zwischen den beiden Kurven? Ja, die allgemeine wirtschaftliche Lage ist schon die Summe aller persönlichen wirtschaftlichen Lagen. Aber während ich die Lebenswelt, in der ich lebe, aus eigener Erfahrung kenne, bekomme ich das, was außerhalb der eigenen Lebenswelt ist, eben nur über Massenmedien mit, die eben die vorhin beschriebenen Verzerrungseffekte oft ins Negative haben. Gegenprobe, da schauen die Kurven so aus. Die persönliche wirtschaftliche Lage sei gut, sagen ziemlich konstant 10 plus x%, wobei x nicht besonders groß ist. Bei der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sehen Sie gigantische Ausschläge, die natürlich eines Teils mit der realen allgemeinen Lage zu tun haben, die man aber in der eigenen Lebenswelt sich nicht so auswirken fühlt, und zum anderen mit der massenmedialen Berichterstattung. Und ähnliche Daten finden Sie, wenn Sie fragen, wie ist denn die Lage der Umwelt, eines Teils dort allgemein in Deutschland und anderen Teils dort, wo du konkret wohnst. Nahbild positiv, Fernbild nicht gut. Es wurde gefragt nach der Wiedervereinigung, wurden die Ostdeutschen gefragt, wie hat sich denn die Lage der Frau in den neuen Bundesländern verändert? A, im Allgemeinen und ihre eigene Lage. Die meisten Frauen sagten in Bezug auf ihre eigene Lage, sie sei nicht schlechter geworden, etliche sagten, sie sei besser geworden. In Bezug auf die allgemeine Lage der Frauen sagten die bei etlichen Folgeuntersuchungen, die allgemeine Lage der Frauen in den neuen Bundesländern hätte sich seit der Wiedervereinigung verschlechtert. Das Fernbild ist grundsätzlich negativer als das Nahbild, aber es ist genau das Fernbild, auf dessen Grundlage man seine politischen Einschätzungen trifft.
Denn für die allgemeine Lage ist ja die Politik zuständig. Für meine persönliche Lage bin im Wesentlichen ich zuständig. Ich bin gut, ich bin tüchtig, deswegen ist meine eigene Lage in Ordnung. Die allgemeine Lage ist schlecht, wer ist schuld daran? Die Politiker. Diese Volksverräter, die betreiben eine Politik, die uns allesamt in den Graben hineinbringt. Mich freilich nicht, denn ich bin tüchtig. Und Sie sehen, wie wiederum aus dem Zusammenwirken von gut begründeter medialer Berichterstattung, persönlichen Wahrnehmungen und in einer Demokratie Rückwirkungen von alledem auf die reale politische Machtverteilung Effekte entstehen, die man wissen sollte, wenn man begreifen will, wie Demokratien funktionieren. Eine der Folgen dieser Differenz zwischen Nah- und Fernbild ist eben Politikverdrossenheit, Politikerverdrossenheit, ein abnehmendes Vertrauen ins politische System, Entlegitimierung des politischen Systems, die sich derzeit im Aufkommen des Rechtspopulismus drastisch ausdrückt. Und hier haben Sie einen der wesentlichen Verständnisschlüssel. Mediennutzung spielt eine Rolle. Schauen Sie, die ist hochgradig selektiv. Überprüfen Sie, wie Sie sich informieren. Das Wesentliche ist, dass meistens das der eigenen Meinung entsprechende zur Kenntnis genommen und ernst genommen wird. Man vermeidet kognitive Dissonanzen. Das, was zum eigenen Denken passt, das wird leichter im Gedächtnis behalten. Das mündet dann oft in den Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das heißt, was ich denke, stimmt, was dem widerspricht, ist bestimmt falsch. Folglich bleibe ich bei meinem Denken. Und weil eben die Mediennutzung hochgradig selektiv ist, kommt die reale Pluralität der Medien beim Großteil der Bürger nicht an. Und sie kommt umso weniger an, je mehr man sich, möglich heute im Internet, in seinen eigenen Filterblasen und Echokammern einhaust. Und je weniger Auflagen und je weniger Nutzer die Qualitätsmedien haben, umso weniger können sie auch die Bindefunktion, das Zusammenhalten des öffentlichen Diskurses leisten. Und das ist ein echtes Problem unserer Demokratie. Medienkompetenz, wie schaut es damit aus? Die meisten, und ich hoffe Sie ab der heutigen Stunde eben nicht mehr, die meisten haben kein Wissen darüber, welchen spezifischen Konstruktionsprozessen sich die Medienwirklichkeit verdankt. Sie haben wenig Ahnung von dem Rollenverständnis von Journalisten, dass deren Produktion von Medienwirklichkeit zugrunde liegt. Sie kennen nicht die Besitzverhältnisse von Medienunternehmern und deren potenzielle politische Folgen. Geben Sie mal bei Google ein, Zeitungsverlage und SPD, und gehen Sie den entsprechenden Links nach. Sie haben keine Ahnung, die meisten, von der Prägung politischer Prozesse durch das, was man Politiker-Journalisten-Symbiosen nennt. Gerhard Schröder brachte das mal schön auf den Begriff, zum Regieren braucht er bloß drei Dinge, die Bild am Sonntag und die Glotze. Und er umgab sich mit den Leuten, die damals im Slang hießen die Frogs, das sind die Friends of Gerd. Und erst als er bei denen in Misskredit fiel, durch die tatsächlich lobenswerte Agenda 2010, war es dann um seine politische Macht allmählich geschehen. Die typischen Folgen dieser Wissenslücken bei den Bürgern ist, dass sie eine geringe Dekodierungskompetenz haben, also nicht wissen, was sich hinter welcher Meldung wohl tatsächlich verbirgt. Es gibt eine geringe Resistenz gegenüber der Medienwirklichkeit. Und wenn man dann irgendwann zu bemerken glaubt, dass das, was die Medien berichten und das, was man selbst erlebt, nicht vollständig in Übereinstimmung sind, um es milde zu formulieren, dann erschallt dann sofort oder sehr schnell der Ruf Lügenpresse. Dass die Journalisten nicht lügen, sondern einfach durch ihre Professionsstandards und durch das, was man in Journalistenkreisen im Wechselseitig für wichtig und richtig hält, geprägt werden. Das kommt den wenigsten, die Lügenpresse rufen, in den Sinn. Sie sagen einfach, es kommt ja nur darauf an, ob das berichtet wird, was der Fall ist. Naja, gut, aber was der Fall ist, kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen und nach unterschiedlichen Präferenzen beurteilen. Folglich gibt es statt der notwendigen und wünschenswerten differenzierten Kritikfähigkeit einen Generalverdacht gegenüber Meldungen und Fakten, die nicht ins eigene Bild passen. Ich fürchte, bei den meisten von Ihnen dürfte es nicht anders sein. Besonders das, was die eigene Meinung bestätigt, liest und hört und sieht man gern. Das andere ist wahrscheinlich irgendwie ideologisch manipuliert. Und das, was die eigenen Sichtweisen bekräftigt, diesbezüglich gibt es häufig einen nachgerade naiven Kinderglauben. Noch weiter gesteigert durch die große Bildgläubigkeit. Ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Seitdem
man im Internet die allerschönsten Manipulationen von Videos sehen kann, gibt es eine bestimmte Chance, dass dieser Kinderglaube allmählich schwindet. Je schneller, umso besser. Der Satz, gelogen wie gedruckt, muss allmählich wirklich erweitert werden auf den Satz, gelogen wie im Video und im Bild vorgeführt. Kommen wir auf einen weiteren politischen Effekt von Massenmedien. Sie verändern nämlich politische Prozesse allein schon dadurch, dass es sie gibt. Denken Sie an die erste Stunde, wo ich Ihnen Macht am Beispiel des Vorzeigens von Folterwerkzeugen vor Augen führte. Medien sind für Politiker die reinste Folterkammer, beziehungsweise eine Horde von Freunden, die einen unterstützen können, indem sie den politischen Gegner mit Folter bedrohen. So, allein schon das Aufkommen von freien und kritischen Massenmedien im beschränkten Umfang, seitdem die Druckerkunst im 16. Jahrhundert erfunden wurde, in größerem Umfang, seitdem so im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung das Publikum, der, wie Habermas es formuliert hat, frei resonierenden Privatleute entstand und dann vermehrt, als die Massenmedien auftauchten mit Massenpresse, Hörfunk, Fernsehen, inzwischen Internet, allein schon das Aufkommen und Existieren von alledem verändert Politik. Denn seitdem es Massenmedien gibt, ist ein Regierungshandeln entweder gar nicht mehr möglich, das der öffentlichen Erörterung entzogen ist, weil eben die Öffentlichkeit Bescheid weiß, was die Regierungen tun, was im 16. Jahrhundert nicht der Fall war, als es sowas wie Öffentlichkeit noch gar nicht gab. Und obendrein haben wir heute die Spielregel, dass Politiker handeln, das nicht transparent ist, das man nicht überprüfen kann, auch nicht legitim ist. Dieser Anspruch auf Transparenz als Vorbedingung für Legitimität verändert das politische Spiel grundlegend. Auf diese Weise wird ein großer Teil der Regierten in den politischen Diskurs einbezogen. Leider Gottes nicht so viele, wie wünschenswert wären. Es gibt das kommunikative Prekariat, das die Politik nicht verfolgt, das sich selbst abhängt und freilich auch abgehängt ist. Aber das zu verbessern ist ja unser Anliegen. Wichtig ist, dass die Regierenden auch kein Monopol mehr darauf haben, die politische Kommunikation mit der Bevölkerung auszugestalten, wie es der Fall war zur Zeit der absolutistischen Höfe, wo die ganze Hofkunst, Bildhauerei, Architektur, Musik, Theater im Dienst der monarchischen und politischen Selbstrepräsentation stand. Am schönsten zu studieren am Fall von Ludwig XIV. Sondern mit dem Aufkommen von kritischen Massenmedien konkurrieren Politiker mit ihren Kommunikationsangeboten mit dem, was Journalisten berichten wollen. Und das ist gut so. Das eben konstituiert Demokratie, dass Politiker nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern sich einlassen müssen auf das, was andere Machtträger wollen. Und Journalisten, Massenmedien sind ein wichtiger Machtträger. In dieser Hinsicht bringt das Aufkommen von Massenmedien ein Ende des obrigkeitlichen Politikerverhaltens. Vor dem Richtstuhl der Massenmedien sind auch Überväter nicht geschützt. Die Endphase von Willy Brandt ist ein Beispiel. Und wenn Sie in den Bereich von Kino gehen, merken Sie derzeit, wie massenmedial etliche Karrieren beendet oder im Nachhinein in ein ganz anderes Licht getaucht werden. Und weil das so ist, entsteht genau jene unabweisbare öffentliche Verantwortlichkeit der Regierenden, die in Verbindung mit dem Wiederwahlmechanismus wirksame demokratische Kontrolle erlaubt. Ohne Massenmedien keine Möglichkeit, Politik zur Verantwortung zu ziehen, keine Möglichkeit, Politiker wirklich zu kontrollieren. Denn die Folge ist für Politiker, es wird rational, Handlungen zu unterlassen, die man vor Journalist und Öffentlichkeit nicht überzeugend rechtfertigen kann. Und das ist gut so. Das ist das, was wir als Demokratie kennengelernt haben, nämlich ein politisches System so einzurichten, dass die Regierenden nicht allzu lange oder nicht allzu weit von dem abweichen können, was die Regierten, Gedankenstrich vertreten durch Journalisten, Gedankenstrich zu akzeptieren, bereit sind. Und weil das alles so ist, entstehen als Sekundäreffekt jede Menge von Versuchen, Journalisten und Massenmedien für die eigenen politischen Zwecke zu funktionalisieren. Bei jedem politisch erfolgreichen Menschen werden Sie sehen,
dass er ein gutes Verhältnis zu jenen Massenmedien pflegt, die für jene Wählerschichten wichtig sind, von denen seine politische Macht abhängt. Und so entstehen Politiker-Journalisten-Symbiosen. Ich gebe dir privilegierten Zugang zu meinen Informationen, gebe dir reichliche Interviews, die du gut vermarkten kannst, aber nur so lange, wie du nett über mich berichtest. Helmut Kohl war an dieser Stelle unerbittlich, seit den jungen Kohl der Spiegel niedergeschrieben hatte, erfolglos, hatte den Spiegeljournalisten oder die Spiegeljournalisten nicht einmal mehr auf Auslandsreisen im Regierungsflugzeug mitfliegen lassen. Das stimmte die Spiegelleute nicht unbedingt positiver gegenüber dem Kohl, war ihm aber jedes Mal eine tiefe innere Befriedigung. Natürlich funktioniert das alles nur beim Fehlern von Zensur. Wenn alles so ist wie beschrieben, dann gehen aber die politischen Folgewirkungen noch weiter. Es gibt eine erhöhte Notwendigkeit politischer Kompromissbildung, weil unter den Bedingungen von politischem Pluralismus und der vielen Vetogruppen, die er mit sich bringt, weil dort die Medien die Vetomacht von politischen Akteuren steigern. Das heißt, wenn man eine Mehrheit braucht, muss man Kompromisse bilden. Die gute Folge davon ist, dass wenn man faire, belastbare Kompromisse bildet, dann hat man auch eine stabile Basis für gemeinsame Politik. Dann kann man Politik auf breiter Kompromissgrundlage auch nachhaltig und erfolgreich durchziehen. Dann gelingt über Kompromissbildung Legitimation durch Kommunikation. Es gibt aber in der Politik wie im Leben selten etwas Gutes, wofür man nicht bezahlen müsste. Der Preis dafür ist, dass es oft auch zum Politikstillstand kommt, zum sogenannten Politiker-Mikado. Wer sich als Erster bewegt, den haben die Medien als Ersten auf den Kicker. Wer als Erster den Kopf aus dem Fenster hält, bekommt ihn abmontiert. Und folglich tut man lieber gar nichts als etwas, was sich in den Medien nicht durchsetzen lässt. Studieren Sie vor dem Hintergrund das Zusammenwirken von Politik und Medien im Herbst 2015. Etwa anhand des Buches Die Getriebenen, wo der Hinweis darauf, was für schlimme öffentliche Fernsehbilder es gäbe, wenn man die Grenzen sozusagen sicherte, dazu führte, dass die Kanzlerin von den längst vorbereiteten Maßnahmen Abstand nahm. Ja, nicht etwas tun, was die Massenmedien gegen sie aufbringen könnte. Wahlkämpfe sind besonders wichtig, weil dort wird die politische Kommunikation von Seiten der Politiker verdichtet. In Wahlkämpfen haben Politiker größere Chancen, ihre Positionen überzubringen. Und obwohl die meisten Leute schon erkennen, dass in Wahlkämpfen ab und zu auch heftig zugelangt wird, zeigen uns demoskopische Umfragen, dass das Vertrauen in die politische Klasse nach Wahlkämpfen in der Regel deutlich höher ist als während der Wahlperioden. Verdichtete politische Kommunikation birgt ziemlich große Legitimitätsressourcen, sodass man formulieren kann, gerade freie Massenmedien steigern die Legitimität eines politischen Systems. Während die Massenmedien zu strangulieren durch Zensur, der erste Schritt dazu ist, Legitimität zu verspielen und durch politische Repression ersetzen zu müssen. Die schlechte Folge gibt es natürlich auch hier vor Wahlen und da bleibt viel sinnvolle Politik, wenn sie nämlich den Wählern und den Medien im Vorfeld dessen als nicht vermittelbar gibt. Es ist wie im richtigen Leben. Man muss sich überlegen, was man hergeben will für etwas, was man erhalten will. Wir brauchen noch einen Begriff, der lautet Medialisierung. Medialisierung meint, dass sich die politische Klasse jenen neuen Rahmenbedingungen anpasst, die das Mediensystem setzt. Das ist besonders in demokratischen politischen Systemen von abgrundtief großer Bedeutung. Politiker differenzieren ihr Kommunikationsverhalten dann nach Arbeitskommunikation, also wie muss ich reden, wenn ich professionell in Arbeitskreisen und Ausschüssen bei internationalen Verhandlungen Politik mache. Durchsetzungskommunikation, wie muss ich reden, damit über die Massenmedien klar wird, dass meine Gegner Unrecht haben, ich aber Recht. Und Darstellungskommunikation, wie verkaufe ich etwas, was ich mache, selbst wenn es nicht gut wäre. Aber auch schlechte Produkte gehen ab und zu, wenn man sie gut verkauft.
Politiker selektieren dann Personen und Positionen nach den Gesichtspunkten massenmedialer Vermittelbarkeit. Es gilt die Regel, insbesondere bei weiblichen Politikern, ohne ein Mindestmaß an Attraktivität gemäß etablierten gesellschaftlichen Normen, tun sie sich schwerer bei der politischen Karriere als umgekehrt. Wenn Sie sich überlegen, wie lange die Frau Nahles gebraucht hat, um an die Spitze zu kommen, mit dem, wie lange die Frau Schwesig gebraucht hat, sehen Sie einen deutlichen Unterschied. Manche Leute kommen dann für Führungspositionen gar nicht in Frage, weil sie nicht gut genug aussehen. Denken Sie an den Kanzleramtsminister Altmaier. Und Positionen testet man in der Regel demoskopisch. Und eines der wichtigsten Argumente bei der Festlegung von politischen Positionen lautet immer: Kriegen wir denn das überhaupt bei den Menschen draußen im Lande über? Das heißt, geht die Sache demoskopisch gut? Das kann man auf die etwas polemische Formel bringen. Es wird dann Demokratie durch Demoskopie ersetzt. Und obendrein gibt es jene Politiker-Journalisten-Symbiosen. Wer politisch oben steht, der kann mit Journalisten gutes Verhältnis pflegen, die oben stehen, und wird jene nicht umgarnen, die unten stehen. Und wenn Politiker keine Spitzenpositionen mehr innehaben, dann sinken sie sehr schnell bei den Journalisten herab. Also jene, die Macht haben in der Politik und in den Medien, die verbinden dann ihre Machtmöglichkeiten zum wechselseitigen Vorteil. Beim Endverbraucher kommt heraus, wir haben ganz tolle Spitzenpolitiker, alle loben sie nur. Guckt man näher auf die Mechanik, sind es einfach sich selbst verstärkende Rückkopplungsschleifen, hinter denen ab und zu nur wenig mehr als bloße Schaumschlägerei steht. Und wir brauchen noch einen Begriff, das ist der Begriff der Pseudopolitik. Pseudopolitik meint, dass man politisches Handeln danach stylt, was bei den Bürgern beeindruckend ankommt. Man vorbereitet öffentliche Auftritte durch Hintergrundgespräche, man orchestriert politische Entwicklungen durch sauber getimte Interviews und Meinungsartikel in den wichtigen Medien, was dank Politiker-Journalisten-Symbiosen oft genug geht. Und man kann das treiben bis hin zur Lichtregie auf Parteitagen, die den Parteitag dann medial auch schön aussehen lassen. Das hat die SPD bei der Nominierung von Gerhard Schröder zum Kanzlerkandidaten in Leipzig in perfektester Weise gemacht. Die CDU hat es dann später kopiert, aber wie es halt so oft ist, das Original ist spannend, die Kopie ist dann irgendwann peinlich. Folglich macht man dann später manches anders. Die zweite Erscheinungsform von Pseudopolitik ist die Schaffung von Pseudoereignissen. Man lässt Dinge stattfinden, die an sich völlig unwichtig sind, die aber einen guten Eindruck machen. Wenn es eine Hochwasserkatastrophe gibt, Sie können Gift darauf nehmen, ein tüchtiger Ministerpräsident oder Bundeskanzler taucht in Gummistiefeln und entsprechender Jacke dort auf. Er kann zur Sache nicht das Mindeste beitragen, aber die Bilder gehen um die Welt und er kümmert sich. Sommerreisen. Gerhard Schröder, als er Kanzler war, machte jeden Sommer eine Reise durch die neuen Bundesländer. Darüber wurde weidlich berichtet. Kaiser Wilhelm II. Macht im Sommer immer eine Nordlandreise, aber das sind zwei völlig verschiedene Sachen von zwei völlig verschiedenen Leuten. Das dritte ist, man inszeniert symbolische Politik. Man ersetzt Handeln, das wirksam wäre in der Praxis, durch Handeln, das wirksam ist auf der symbolischen Ebene. Das gibt den Leuten ein gutes Gefühl, die Politik kümmert sich. Ob auf der praktischen Ebene dem etwas entspricht, das ist was ganz anderes. Jeder von Ihnen kennt das ikonische Bild von Angela Merkel mit einem dunkelhäutigen, wahrscheinlich syrischen Migranten. Sie, die personifizierte Willkommenskultur und Mutter Teresa von Deutschland als der moralischen Vormacht des Abendlandes. Das ist Symbolik. Die tatsächliche Willkommenskultur haben Tausende und Zehntausende von freiwilligen Helfern geleistet, ohne welche der Staat damals nicht seine Versprechungen hätte erfüllen können. Und wenn Sie das alles sehen, dann fügen Sie dem noch hinzu, das Technische. Idealerweise bewerkstelligt man das auf demoskopischer Grundlage. Hier sind Sozialwissenschaftler höchst nützlich für praktische Politik. Und man sorgt für ein gutes Verhältnis zu Journalisten, damit sie das, was man tut, immer durch die Produktion schön darstellender Medienwirklichkeit begleiten. Und der letzte Fachbegriff
der Vorlesung und des Semesters lautet dann Mediokratie, eine Vormachtstellung von Medien und medial Verwertbarem beim politischen Prozess. Und das zieht wiederum Zeit und Arbeitskraft auf sich, die Bismarck noch der Politik hatte widmen können und die heutzutage ins Kommunizieren von Politik verwendet werden muss. Schlussbemerkung. Ich habe Ihnen jetzt in einer Reihe von Vorlesungen, denke ich, in einer großen Breite nahegebracht, was alles im Kopf zu haben ist, wenn man politische Systeme, ihr Funktionieren, ihre Vielfalt, das Ineinandergreifen ihrer Einzelteile gut verstehen will. Achten Sie darauf, dass Sie das nicht einfach lernen, sondern dass Sie das alles verstehen und dass Sie das im Zusammenwirken verstehen. Denn dann erwirbt man das, was ich in der Stunde über Systemvergleich Ihnen vor Augen geführt habe. Man erwirbt politische Systemkenntnis als Äquivalent zur allgemeinen Menschenkenntnis. Und ein guter Politikwissenschaftler sollte politische Systemkenntnis genau dieser Art haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute beim Nachverdauen und viel Erfolg beim Verwenden der gewonnenen Einsichten während des Rests Ihres politisch wachen Lebens. Tschüss, bis auf Weiteres.